pizza. C'est sensation. Madame, je vous ai pas oublié. On a fait le choix. Allez, je vous écoute en même temps. Look at the birds. On video. I was supposed to be in the video. What? Oh, you're gonna film it. Okay, let's act like I didn't know. Yeah. What's this town called? Sorry, is the influencer supposed to be in the middle of the, shot? Middle, yeah. Center. You're the center of attention. This town is called Le Morin. Beautiful. We got some strawberries, 10-euro cheese for a slice this long. She's very impressed by long cheese. And long other things. Get some. She's gonna tell me my angles are all wrong, and then when she looks back at this video, she's gonna look at this video and be like, "No, my angles are all wrong." Anyways, we parked over there, no? Yes. Okay, we're doing a picnic later today. Yes. Mm. Okay, don't go so close. Ich war nie ein besonders sesshafter Mensch und hatte schon immer dieses unglaubliche Reisefieber und diese Neugierde nach neuen Orten in mir. Eine lange Zeit über habe ich mich dafür ein Stück weit geschämt, weil ich gedacht habe, ich würde vor mir selber und meinen Problemen weglaufen. Und auch wenn das irgendwo für eine Weile wahrscheinlich so war, ich habe gelernt und Anfang des Jahres habe ich die Entscheidung getroffen, vorerst nicht mehr sesshaft zu sein. Und nicht, weil ich vor irgendwas weglaufe oder weil ich vor irgendwas Angst habe, ganz im Gegenteil. That went literally over there. Sorry, Bob. Like the glass? Yeah. Oh, I've got cider. Do you like that? Mmm, I don't really care. Diese Entscheidung kam natürlich mit vielen Veränderungen. Ich musste von meiner 80 Quadratmeter Wohnung und jahrelangem Überkonsum alles aussortieren, mich minimieren und bewusster werden. Denn jetzt lebe ich zwar an wunderschönen Orten und erkunde fast jeden Monat einen neuen Ort, aber dafür musste ich mein gesamtes Hab und Gut in meinen kleinen Fiat 500 passen. Aber ich würde es nicht anders wollen. Früher habe ich immer auf das nächste große Abenteuer in meinem Leben gewartet. Ich habe immer für die nächste Reise gelebt, anstelle im Moment. Jetzt ist mein Leben eine Reise und ich lebe und bin das Abenteuer und lerne mich dabei jeden Tag neu kennen.
Und sicher ist das alles hier nicht für jedermann oder jede Frau der geeignete Lifestyle, aber darum geht es in diesem Video auch gar nicht. Jeder soll sein Leben so leben, wie er oder sie es am glücklichsten hat. Und dabei ist es ganz egal, wie dieser Lifestyle aussieht. Ich selber habe mich lange gezwungen, sesshaft zu sein, weil alle meine Freunde so leben und ich dachte, irgendwie muss was falsch mit mir sein, weil ich einfach nicht sesshaft sein wollte oder konnte. Und ich glaube, ich bin eine lange Zeit weggelaufen, weil ich keine Ruhe in mir finden konnte und kein Safe Place in mir selbst finden konnte. Ich bin von meinen Gefühlen weggelaufen, weil ich Angst vor ihnen hatte und habe mich nie sicher gefühlt in mir selbst und habe deshalb immer den nächsten Ort, die nächste Person gesucht, anstelle mal mein Herz besser kennenzulernen oder mich selber besser kennenzulernen. Mein Herz hat sich komplett zugemacht und ich konnte weder mich selber ausdrücken, wie ich es wollte, oder Liebe so zeigen, wie ich es wollte, und Liebe bekommen und akzeptieren, wie ich es wollte. Selbst wenn ich es versucht habe und wirklich wollte, ich war so geschlossen und habe meine Gefühle so verdrängt, dass ich einfach nicht anders konnte, als wegzulaufen, wortwörtlich. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich liebe mein Leben, ich liebe den Moment und ich liebe es zu entdecken. Und egal, wie wunderschön ein Ort ist, ich bin noch so jung und die Welt ist noch so groß, dass ich für mich den richtigen Weg gefunden habe, mein Leben zu einer Reise zu machen. Und ich habe keine Ahnung, wohin diese Reise mich führt, aber das ist auch okay, denn ich muss das gar nicht wissen. Alles wird sich schon so ergeben, wie es soll, aber für den Moment ist das hier genau das, was ich möchte. This is Walsing. Number five. Number six.